Dresden in den 20er Jahren galt allenthalben als Kleinod unter den Städten Europas. Unverwechselbar präsentiert die ehemalige Residenzstadt ihre Barockfassaden, das Schloss und die Frauenkirche. Mit ihren Galerien, Parks, den beliebten Straßen und Ausflugszielen rings um die Stadt zieht sie Einwohner und Enthusiasten gleichermaßen an. Eine Wohnung fand ich bei dem Kunstmaler Professor Ufer und seiner Frau im Haus Terrassenufer 27. Bei der Wahl des Zimmers war für mich ausschlaggebend gewesen, dass mein Vermieter Künstler war. Als Frau Ufer mir damals die Tür in einem grünen Krinolinenkleid öffnete, da sie ihrem Mann gerade Modell stand, war mir sofort klar, dass diese Umgebung für mich die richtige war. Vom ersten Tag an fühlte ich mich bei Ufers ausgesprochen wohl. Täglich genoss ich den wundervollen Blick von der Wohnung auf die berühmte Silhouette meines geliebten Dresdens. In der Stadt blühten das Leben und die Kultur. Meine ausgedehnten Spaziergänge führten mich vorbei am barocken Zwinger, dem Neumarkt, der Semperoper und der Hofkirche,